Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Stopp, Digga, das geht gar nicht. Warum nicht? Die Anmoderation, die ist total Standard, die ist langweilig, die ist öde. Aber warum? Ich habe doch ganz einfach nur freundlich die Leute begrüßt. Ja, du hast gesagt, hallo und herzlich willkommen bei Blablabla. Das kannst du nicht machen, das ist total 80er. Du musst dir was anderes aussehen, du musst spontan sein, irgendwas Überraschendes. Besser? Viel. Bleibt uns nur noch der Hinweis darauf, dass das, was wir in dieser Sendung sehen, besser nicht nachgemacht werden sollte. Und das gilt auch für... Abflussfrei extrem, wir reinigen unter Hochdruck. Wir feiern unsere eigene Küchenschaumparty. Und da wird das Fett in der Pfanne verrückt, warum man Ölbrände nicht mit Wasser löscht. Hallo, liebe Gartenfreunde. Bombenwetter, Gartenzeit. Allenthalben wird gepflanzt, gesät, gepflügt, gegossen und geschnitten. All diese wunderbaren Tätigkeiten an der frischen Luft haben allerdings eins gemeinsam. Ja. Sie dauern ewig lange, sind total anstrengend und am Ende hat man auch noch Dreck unter den Fingernägeln, wenn man vor der Glotze sitzt. Ja, und wenn Sie auch nur annähernd so faul sind wie wir, dann könnte es Sie ja eventuell interessieren, wie man ein solches Ziergehölz, hier ein Semper, nee, wie heißt der, Buchsen-Semper-Virens, in ein Pflanzloch hinein buxieren kann. Und das dauert gerade mal 4 Sekunden. Ja. Und man muss sich dafür überhaupt nicht anstrengen, man kriegt keine Blasen, man muss sich nicht bücken, wunderbare Sache. Was man dafür braucht, ist... keinen Spaten, sondern genau. Eine Flasche mit Wasser und Trockeneis. Trockeneis ist ja bekanntlich gefrorenes CO2. Wenn das jetzt mit Wasser in Berührung kommt, dann will es sich ausdehnen. Geht aber nicht, weil es ja in einer Plastikflasche steckt. So, Achtung, auf geht's. Bist du soweit? Ja. Das Komplizierteste ist übrigens die Bedienung eines Gartenschlauchs bei der ganzen Sache. Ja, ich sehe das mit einem gewissen... Warte. Moment, kann noch mehr. So. Alles klar? Ja. Wunderbar, sind alle soweit? Warte mal, das muss noch mal... Oh ja, stimmt. Weil das ist das Loch, in das wir es rennen. So, so, weg damit. Ja. Und. Dreht. Du musst jetzt in mein Mikro reden übrigens. Warum? Weil du deins gerade verloren hast. Wieso habe ich mein Mikro? Das liegt dort. Das liegt dort. Soll ich das Mikro holen? Ja, ich kann, warte. Geht bei eins, nicht. Zwei, drei. So, wie galt? Wie fühlst du dich? Ich hatte Angst um dich jetzt, als du das Mikrofon geholt hast. Aber ich sehe jetzt, dass das gar kein so großes Risiko war, offenbar. Das ist doch ein einzelner Pflanzloch. Ist ja super. Nur noch den Buchsbaum da rein. Vielleicht etwas überdimensioniert, oder nicht? Passt. So. Ja, dann machen wir die Primeln. Auf geht's. Und dann sind wir fertig. Aber für alle anderen gilt, nicht nachmachen. Als ich ein kleiner Junge war, da hat meine Mama immer mit mir geschimpft, wenn ich mal wieder vergessen hatte, Kieselsteine oder Murmeln oder irgendwelche Plastikfigürchen aus meinen Hosentaschen rauszunehmen. Und da hatte deine Mama auch recht. Ja, denn was wir alle damals gelernt haben, ist, wenn etwas in der Hosentasche bleibt, dann geht davon die Waschmaschine kaputt. Genau das habe ich meiner Mama damals schon nicht geglaubt und ich glaube das heute immer noch nicht. Und deshalb werden wir das jetzt ein für alle Mal nachweisen. Wir haben hier eine speziell präparierte Waschmaschine. Ich habe den Deckel schon mal abgemacht, weil sonst läuft die einfach nicht. Und Wiegald, schalt die doch schon mal ein. Na, mach mal. Für alle anderen muss ich kurz sagen, wir werden natürlich Schutzbrillen aufziehen.
Ich habe hier schon mal ein paar Murmeln. Das sind die berühmten Murmeln, die man nicht in der Waschmaschine haben soll. Das ist ganz wichtig, nicht nachmachen zu Hause. Ja, klar. Bitte. Sonst hätte der Titel der Sendung auch gar keine Berechtigung, wenn es anders wäre. Achtung! Pass auf! Ja, keine Ahnung. Wollen wir hier aufs Ganze. Aha. Triffst du überhaupt? Ich weiß es nicht. Achtung! Guck mal, läuft doch. Von wegen. Gut. Ja, das ist ja richtig. Das ist jetzt bei Kindern. Aber du lernst ja in der Kinderzeit für, wenn du älter wirst. Und ja, stell dir vor, das Kind wird erwachsen. Ja, und es ist jetzt von Beruf Schlosser. Okay. Und es kommt abends mit seinem verölten Blaumann nach Hause und vergisst dummerweise, einen Hammer aus der Tasche zu nehmen. Kann ich mir vorstellen. Passiert so. Ja jeden Tag tausendfach. Genau. Und wenn der das als Kind mit dem Murmel nicht gelernt hat, dann passiert ja Folgendes. Ja, Achtung, Vorsicht. Siehste, läuft. Hier, guck mal, Mama, die Waschmaschine ist tipptopp in Ordnung. Nein, stopp, stopp, pass auf, Wiegald. Es kann ja sein, dass der Schlosser als Hobby Sportler ist. Und zwar spielt der Bowling. In Ordnung. Und die hat er in der anderen Tasche. Ah, passiert ja jeden Tag tausendfach. Gut, ich gebe zu, dass auch manchmal alltägliche Situationen aus dem Ruder laufen können. Und deshalb lernen wir niemals Murmeln in eine Waschmaschine werfen. Mama, du hattest recht, wie immer. Nee. Was für ein Scheibenkleister. Mist, das funktioniert gar nichts, oder? Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Pümpel. Wir brauchen mehr Kraft, mehr. Ha, weiß auch nicht. Bares. Bar. Bar? Was bar? Geld oder was? Nein, bar. Druck. Ach so, Explosion. Verstehe. Ja, genau, genau. Da kannst du auch. Da kannst du. Warte, pass auf, überleg mal. Pass auf, sag mal, du hast so eine Idee. Ja, Natriumchlorid. Natriumcarbonat. Dann brauchen wir Natriumcarbonat. Carbonat, ja? Natriumhydrogensulfat. Natriumhydrogensulfat, ja, genau. Natriumhexacyanoferrat. Ah, natürlich. Das war C6FEN6. Ja, Natrium 4, genau, natürlich. Sonst würde das ja nicht hier an ein paar Stellen. Und dann das macht sich zusammen in der Reaktion. Bumm. Ja, ja, so weit, so gut. Ja, weißt du was? Ach ja, hab ich da! Ja. Also voll machen bis hier. Bis dahin. Aber Achtung. Ja. Ja, weiter. Und stopp! Warte, kommt da was drauf? Oh. Und so, alle raus! Alle raus, raus! Ich gehe auch raus vor. Raus, Team, raus! Und ganz wichtig, dass mir das keiner nachmacht. Keiner. Viel Glück. So. Achtung. Ah, das wird schon heiß. Ah, das wird schon warm. Das ist der Klang, der aufgeht.
keine Ahnung. Wie lange wartet man jetzt? Also man sieht, nicht nachmachen. Frei wird der Abfluss davon nicht. Raus hier. Oh, komm raus. Nicht nach unten. Lass das Team rein, wir sollen das filmen. Oh. So, heute haben wir was ganz Besonderes vor, nämlich wir widmen uns dem kulinarischen Megatrend namens Slow Food. Wir wissen alle, worum es geht, nämlich um die besonders schonende und gesunde Zubereitung von Lebensmitteln. Ja, und das Problem ist, wir können unseren normalen Ofen nicht benutzen, weil wir den gerade als Aquarium benutzen, weil wir herausfinden wollen, ob Tiefseefische auch bei erhöhter Temperatur, egal. Macht aber überhaupt nichts, wir braten unseren Braten ganz einfach hier im Schlafzimmer, mit Hilfe eines Radiators. Ja. Aua. Ja, Entschuldigung. Gut. So. Nee, ist gut. Ja. Oh, hier haben wir einen ganz, ganz feinen, original bayerischen Krustenbraten. So. Sehr gut. Ja, ich dann, glaub, den muss man einölen. Ja, ich glaube, weil der sonst trocknet die Haut aus und das schmeckt dann überhaupt nicht. Das genau. Möchten wir ja alle nicht haben. Hm. Darf ich? Danke. Fein. Läuft der Radiator denn schon? Ja, der ist auf, ich mache ihn ganz hoch. Auf 10 mache ich ihn. Genau. Und auf Stufe 2. Wie lange dauert's? Was meinst du? Ein, zwei Monate würde ich mal so annehmen. Das ist lang. Ich glaube, das Team hat Hunger und möchte früher was zu essen. Ist das so? Habt ihr jetzt schon Hunger? Hunger? Gut. Ja, dann, ich bin Optimist. Kleines bisschen Geduld. Wir kriegen die Sache hin. Noch ein Bier? Nee, danke, ich hab noch. Echt? Diese verfluchten Biester. Ah. Mücken können einem echt den schönsten Grillabend versauen. Oh, jetzt kommen noch die Ameisen, nur weil was runtergefallen ist. Nee, weißt du was? Da hilft nur noch eins, der Killer aus der Dose. Vergiss es, das kannst du hinsprühen, wo du willst. Die kommen immer wieder. Freundchen, wer spricht denn von Sprühen? Das war der echte, das war's jetzt. Ach, guck mal hier. Gut, dass wir hinterm Baum standen. Ganz schön nah. Okay. Wow. So. Okay. Ja. Schau mal. Keine Mücken zu sehen. Scheint funktioniert zu haben. Guck erst, ob da noch Kohle drauf liegt. Ja, ist eine gute Idee. So. Tja, dann steht jetzt im gemütlichen Grillabend nichts mehr im Wege. Ja. Ah. Noch ein Bier? Nee, nee, ich hab noch. Das sind die schon wieder, die Biester. Das wieder Lungs. Ein bisschen Kohldampf habe ich inzwischen auch. Es riecht auf jeden Fall schon gut. Fast lecker es sogar. Es riecht, also es fast riecht lecker. Fast nach Essen. Also, wenn man die Augen zumacht, dann weiß man, es könnte lecker sein. Au. Aber das ist doch triumphal. Das ist doch sehr, sehr gut. Ist das dreh mal um. Moment. Klebt fest. Sehr gut.
Sehr gut, man sieht schon, dass es wird wahnsinnig. Boah, das klingt ja richtig. Das sieht schon mal richtig nach gegrillt aus. Dauert nur einfach zu lange. Ja, pass auf, wir haben doch im Badezimmer noch diese zwei alten Heizstrahlen. Wollen wir mal gucken. Passan hat ihr gefunden. Das genau da. Das kommt da drüben. Das schadet ja nichts. Warte mal. Steckdosen hier. Also diese Lichter, die brennen einem ja immer das Hirn weg. So. Der Hauptstecker ist drin. Du weißt jetzt aber schon, wo der Sicherungskasten ja, genau steckt. Ja, ich meine irgendwie weiter unten. Wir müssen immer dem Rauch nach. Okay, weil wenn jetzt alles raus war, dann kriege ich einen Föhn. So, so einem richtigen Krustenbraten gehört natürlich auch hier. Oh ja, sehr gut. Pass auf, ich werde es direkt einbügeln. Einbügeln. Ah, wie beim Skilanglauf, ja, beim Lackbügeln. Sehr gut, da schließen sich die Poren. So, jetzt legen wir drauf. Ah, Vorsicht, ist schon heiß. Ja, wenn ich das Team so angucke, euch läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir machen noch ein bisschen Pause und kommen dann wieder, weil es braucht gleich, ne? Ja. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, wir haben uns die Erde zum Untertan gemacht. Kühe zum Beispiel essen in der Natur keine Kühe. Wir Menschen schaffen es, dass sie es trotzdem tun. Und so würde auch in der Natur niemals ein Gaskocher eine Gaskartusche anzünden. Wir Menschen sind in der Lage, es trotzdem zu probieren. Dialektik. Dialektik, das wissen Sie, das ist eine philosophische Methode, welche die Position, von der sie ausgeht, durch gegensätzliche Behauptungen in Frage stellt und in der Synthese beider Positionen eine Erkenntnis höherer Art zu gewinnen sucht. In unserem Fall ist die Position, diese Gaskartusche sorgt dafür, vorgesehenen Endgeräten Energie zuzuführen. Dialektik ist die Behauptung, das in Frage zu stellen und herauszufinden, ob die Gaskartusche durch die Aufnahme von Energie, in unserem Beispiel Wärme, auch eine Funktion hat. Zum Beispiel die Funktion Bums. Der Erkenntnisgewinn wäre dann die Antwort auf die Frage, wie lange dauert es, bis eine Campinggaskartusche, die über einer Flamme steht, explodiert. Explodieren, das ist das Stichwort. Wie kalt? Raus? Ja! Du wolltest aber noch mehr sagen, oder? Jetzt nicht mehr. Nein. Kann man da rein wieder? Vorsicht! Oh! Das ist die Kraft der Philosophie! Was die Philosophie für eine Kraft hat! Ich Nicht nachmachen! Hallo! Guten Tag! Das Fenster ist kaputt. Mal Glaser anrufen. Hey, Entschuldigung, da brennt's noch. Da ist noch. Wenn Sie kurz. Der Rauchmelder. Ein sehr gutes Zeichen, das heißt, das Fleisch ist fertig. Oh, es raucht auch schon. Und? Das riecht ja wie bei den deutschen Grillmeisterschaften hier. Ja, schon. Was ich sehe, ist sehr gut. Achtung. Ja. So, das müssen Moment, ich habe. Ah, Vorsicht, heiß nicht, das schmilzt. Ich habe extra Sicherheitshandschuhe, weil die natürlich extrem heiß geworden sind, diese Sachen. Von außen. Achtung. Oh.
hier ein bisschen viel vielleicht. Ist was kross an der einen Stelle. Ja, richtig. Aber manche Leute mögen das ja besonders gern. Wenn es im Mund hier, glaube ich, die Richtung des Föhns, da ist es mehr trocken. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie es schmeckt. Und das probieren wir mal aus. Ja, Moment, warte, ich muss das gar nicht probieren. Ich weiß, das schmeckt großartig. Ja, ich finde, dass man das durchaus noch mal konkret... Okay. Ja, das, also, das ist ja die Schneidfähigkeit ist schon mal vorhanden. Ja? Hast du es? Ja, ich hab's. Achtung. Mmh, ist das lecker. Das ist, ach gut, ein bisschen wenig Gewürz. Also ja, reine Fleischgeschmack. Aber Bier. Überzeugend. Ja. Gut, gut, das geht. Ja, super, es funktioniert. Fantastisch. Man braucht nur mehr Strom und wenn einem die Stromrechnung egal ist, dann macht das überhaupt nichts aus, wenn man hier das auf diese Art und Weise macht. Weißt du auch mal? Ja. Nee, ich habe gerade meine vegetarische Stunde. Was denn mit dem Team? Ihr hattet doch so einen Hunger. Oh, nee, danke. Nö, ja, lass mal. Wie? Was? Ja. Das soll ich jetzt alles alleine essen? Ja. Nee. Wie so ein plattgewalztes, schmutziges Schaf. Ja, kannst du auch nicht mehr saugen, das ist ja alles total tief drin. Ausschütteln macht auch überhaupt keinen Sinn, dass hier alles miteinander verklebt und verwachsen ist. Das stinkt. Dreadlock-Teppich. Da hilft nur eins, der muss geschnitten werden. Ja. Fangen wir an. Fangen wir an. Ich fixiere schon mal. Schon mal was. So, du schmutziger Hippie, du gehst nirgends mehr hin. Meiner. Ja. Aber gut, ja, macht ja nichts. Das funktioniert ja besser. Aber hier, das bringt. Theoretisch schon, aber würde recht lange dauern, ne? Ja. Also wenn ich mir das so angucke, bin ich ab sofort Nassrasierer, ja, glaube ich. Das macht keinen Sinn. Es gibt noch was Besseres. Moment. Was? Ah! Das ist. Nee. Find ich gar nicht. Ja, pass auf, pass auf, Figa. Die Idee ist gut. Aber. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Okay. Großartig aus. Und so pflegeleicht ja, jetzt. Ist total praktisch. Ja. Was machen wir jetzt? Neuen kaufen. Ich finde die langhaarig, da sehen die einfach besser aus. Für unser nächstes Experiment brauchen wir drei Dinge. Einen Pin. Check. Eine gute Bowlingbahn. Check. Und vor allen Dingen den Star unseres Experiments, eine Extreme Grip Mutant Hail Strike Master 6000. Auch Bowlingkugel genannt. Check! Und viertens, sehr kulante Nachbarn. Genau, darum hast du dich gekümmert. Also darum habe ich ja auch gesagt, drei Dinge braucht man für nicht? Dich. Nein, ist ja jetzt so, egal. Gut. Wobei, wenn ich mir unsere Angelegenheit hier anschaue, kommt mir das alles irgendwie noch ein kleines bisschen gewöhnlich vor. Das ist langweilig auch direkt. Vielleicht können wir das Experiment noch ein bisschen... tiefer legen. Nein, tiefer. Höher. Höher. Höher hängen. Auf geht's. Na, hier ist doch gut. Okay, hier, du fängst an. Danke. Und. Alle. Hopp. Nicht schlecht, aber so treffen wir natürlich die Pins gar nicht. Lass mal gucken. Nein, was wir brauchen, ist etwas, was irgendwie das umlenkt. So. Jetzt bist du dran. Okay, Umlenkung steht. Sehr gut.
Gut, aber nicht da, wo es hin soll. Vielleicht können wir noch eine weitere Umleitung da hinsetzen. Ist schnell gemacht. Ja. Okay, hier. So. Jetzt müsste es gehen, oder? Auf geht's beim Schichtel. Gut. Ja. Oh. Ja! Sehr gut. Also, ganz wichtig, es funktioniert, aber nicht nachmachen. Naja, weiß jetzt, ich fand, das war eine super Sache. Das kann man ruhig nachmachen. Nein, natürlich. Das ist viel zu gefährlich, da können ganz viele Sachen passieren. Nicht nachmachen. Nein. Doch, natürlich, nachmachen. Wir kennen die Situation alle. Die gesamte bucklige Verwandtschaft ist zur Schwarzwälder Kirschtorte eingeladen. Wir haben auch noch Sahne im Haus, aber es fehlt uns die Zeit, diese fachgerecht zu schlagen. Eventuell ist ja solch ein Trinkwassersprudler ein passendes Gerät, um solch einen Sahneschlag behelfsweise durchzuführen. Ich schraube also die mit Schlagsahne gefüllte Flasche in das Gerät, drücke drauf. Das ist jetzt der Überdruck. Mal ein bisschen Dampf geben mal. Prima. Jetzt gucken wir, ob das was wird. Ah, funktioniert. Schaut mal, hier. Warum steht da jetzt keine Torte, Team? Das wäre doch viel schöner gewesen, wenn wir jetzt hier quasi das auch noch gleich vorführen. Ist gar keiner da, der mir zuhört? Sollen wir das jetzt alles nochmal machen? Ja, bitte. Oh. Spülmaschinen. Kaum jemand ahnt, welche Gefahr von diesen vermeintlich so freundlich und praktischen Haushaltshelfern ausgeht. Jeder, der uns zuschaut, kennt den Ärger, wenn Gläser noch verkalkt sind. Wenn die nicht richtig funktionierende Spülmaschine die Reste auf den Tellern einfach nur hat festkleben lassen. Und wer hat Schuld? Der Mensch. Ja. Denn so eine Maschine ist immer nur so gut, wie wir Menschen es ihr ermöglichen. Ja, und wie man an dem Sprachproblem schon gesehen hat, sind wir natürlich auch nicht perfekt. Und das geht ja schon bei den Tabs los. Ja. 2 in einem, 3 in einem, 3 auf einen, jeder mit jedem. Alles gut. Wie im Swingerclub in Thüringen. Den haben wir nicht gemacht. Ja, doch. Das war ein Gag, da habe ich gesagt, den kann man machen, aber nicht vor der Kamera. Ach so. Das war immer mehr. Ja, muss ich schon dazu sagen. Naja. So, auf jeden Fall sind wir der Meinung, dass das auch anders möglich sein muss. Und zwar mit einem ganz einfachen, handelsüblichen Spülmittel. Es kann auch No-Name sein. Ja, und das Prinzip ist natürlich genau dasselbe. Also, ich habe schon mal vorgeschmutzt, also alles voll jetzt. Alles dreckig. Also die Spülmaschine ist natürlich, das funktioniert wie sonst auch. Man füllt jetzt hier das in den, hier rein, in diese vorbereitete Waschmittelding. Und dann macht man das vorsichtig zu, damit das dann später im richtigen Moment rausgefeuert wird. Soll ich noch eine zweite Flasche auch dazu? So, dass er auch ein bisschen was hermacht hier. Wir sind ja im Fernsehen. So. Gut. Und dann einfach nur anschalten. Start drücken, genau. So. Ja, schön. Ja, jetzt müssen wir raus. Oh, jups. Läuft das jetzt so? Ja, warte mal, wir müssen ja auch noch raus. Nee, nee, ihr bleibt drin. Es muss ja einer darüber berichten, wie es läuft. Das ist ganz lustig, aber Bernhard, du bist jetzt eigentlich auch mit raus. Nee, du bist jetzt Embedded Journalist. Du bist jetzt da drin. Es geht, man sieht übrigens schon, wie es losgeht. Unten auf dem. Sag mal, aber das läuft jetzt raus aus der Spülmaschine, das wisst ihr schon, oder? Ja, du hast das da rein, du hast doch klar. Ja, aber da ist doch dieser Dichtungsring normalerweise. Was soll denn das? Bernhard! Guck mal, ob's schäumt! Nein, 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 nein! Guck mal, ob's schäumt! Sag mal, Abbruch! Das hat doch keinen Sinn so! Das läuft da jetzt alles raus und ich stehe hier jetzt, drin! Der redet nur zu mir, das hat nichts mit unten. Hallo, hör mal zu! Mach, lass mich raus! Das habt ihr doch voll abgekabelt heute beim Mittagessen! Nein! Ja, aber nicht! Er, du auch! Hier, es geht mir ja gar nicht um mich, aber er steht hier jetzt doch! Der wird doch ganz nass! Ja. Der ist doch hier! Das muss doch irgendwie zum Stoppen kriegen hier! Was ist das für ein Mist? Sag mal, lasst uns erst mal langsam raus! Ich kann den Produzenten rufen sofort an! Kannst du mir mal mein Handy holen? Ich will mal. Das lass ich nicht mit dir machen!
Bernhard, ich war immer dein netter Kollege, das weißt du ja, genau. Ja, und du hast... jahrelang gut zusammengearbeitet, sowas kenne ich überhaupt nicht von dir. Und weißt du was, das lasse ich mir nicht bieten. Ich habe ein Riesenmanagement, die haben ganz anderes Handwerkszeug in solchen Fall. Ich werde total nass, die Hose kann ich wegschmeißen. Ich wollte nachher noch zum Tischtennis. Ja, Digga, ich glaube nicht, muss ich jetzt rauf. Dass ich Aufregung lohnt in so einer Situation. Es ändert ja nichts an dem Gesamtsystem. Ich habe schon mal den Intendanten kennengelernt, den neuen. Wenn ich den jetzt anrufe deswegen und ich sag, mit diesem Hohecker, da kann er eine Sendung machen. Ich habe keine Lust mehr, mit dem zusammen im Fernsehen rum zu moderieren. Da hat er Verständnis für, weil das ist alles dokumentiert. Lass mal die Kamera laufen, das können alle Leute sehen, was hier vor sich geht. Das ist hier, weil im Fernsehen, da ist das mein bester Freund. Und dann ganz plötzlich lässt er einen hängen hier, dann sitzt man hier rum und kriegt nasse Füße. Schalt doch mal einer den Wasserhaupthahn aus! Also man kann hier eindeutig sehen, das eigentliche Experiment ist nicht, was passiert, wenn man zu viel Spülmittel in der Spülmaschine hat, sondern was passiert, wenn ein Mensch in eine Extremsituation gerät. Man erkennt sofort, dass der Körper die Lass doch an! Das ist doch so, wie sehe ich jetzt aus? Und so soll ich hier öffentlich auftreten im Fernsehen? Der ganze Ton, der wird doch nass. Das Gerät kannst du wegwerfen danach. Das ist der Ton, der ist voll ins Wasser gefallen. Ja. Der kann mich wahrscheinlich überhaupt nicht doch, hören. Doch, der funktioniert. Wir können das abbrechen, weil man mich überhaupt nicht hört, wenn der Ton so nass ist. Das ganze Gerät kannst du jetzt in der Pfeife rauchen. Ehe ich selber mit meinem Mikrofon etwas näher ran... Glaub nicht, dass ich da jetzt irgendwie an deiner Seite bin, wenn die Leute dir sagen... Wessen Idee war denn das? Du oder der Herr Regisseur? Oder war das hier einer von den ZDF-Leuten? Irgendjemand, der mal sagt, wir brauchen mehr Action im Bild! Das ist Mobbing in der allerschlimmsten Form. Und sowas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, beim Privatsender, da würde ich das ja noch einsehen. Dass man einfach so mit dem Holzhammer-Humor. Jetzt lachen sich alle Leute über mich kaputt, weil ich nass bin. Und ihr sitzt im Trocknen und lacht euch kaputt. Ist das lustig? Sagst du gar nichts, oder wie? Hier ist das ein Schaufrosch. Der war nur eine Angelhose an. Der weiß doch auch Bescheid. Nein, nein, nein. Der weiß. Der hat doch eine Angelhose an. Der ja, weiß das. Doch schon die ganze Zeit Bescheid. Wir sehen, dass die Schaumbildung jetzt nach einiger Zeit durchaus mehr geworden ist. Wir haben das jetzt schon bis weit über meine Knie. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Versteht man mich, wenn ich so spreche? Ja! Du brauchst dir übrigens keine Sorgen machen. Was hat der Tonmann dafür komische. Was machst du für ein Gesicht? Gibt's hier Aussetzer oder wie? Ich habe überhaupt keine Aussetzer. Digga, du kannst dich beruhigen, wenn das ausfällt. Weißt du was? Ich nehme den ganzen Ton jetzt an. Ihr wollt mich vollweise. Gut. Da merkt man, es ist genau das Problem, was auch Bergsteiger haben, wenn sie über 7000 Meter kommen. Das ist eine Phase, wo die Wahrnehmung komplett gestört ist, weil man nämlich nicht sieht, wie zum Beispiel sich oben ein fest installiertes weiteres Mikrofon befindet. Was die Möglichkeit... Kannst du hören, kannst du den nächsten Tag beim Fernsehen an, kannst du die Pumpe auf und runter machen? Lohnstufe, die... Wie lange schon beim Fernsehen? 20 Jahre! Nein, 20 Minuten! Ja. Das ist oft, dass die dann irgendwann nicht mehr wissen, was sie machen. So. Ich denke, was jeder eindeutig sehen kann, ist, nicht nachmachen, denn es ist klar zu erkennen, zu viel Spülmittel in der Spülmaschine führt einfach ja, zu psychologischen Stresssituationen, zu Aggressionen. Das hier ist unser Problemzimmer. Also nee, da fehlt doch irgendwie der Pep. Nein, irgendwie ist es langweilig. Ich meine, Raufaser, gut, kann man nichts machen. Das Auto, das gibt es heutzutage gar nicht. Und dann einfach weiß drüber streifen. Nein. Es gibt andere Möglichkeiten. Ja, also zum Beispiel mit so Naturstoffen tupfen. Exotische Wischtechniken, sehr beliebt heutzutage. Mehrfarbige Aufkleber und sowas alles. Aber... Wir haben uns was ganz anderes überlegt. Ja. Und das werden wir jetzt gleich mal zeigen. Wir haben den Raum schon einmal leer gemacht, damit wir gleich... Wir haben was vergessen. Nein! Das Regal! Ah, das ist doch nicht so fassen. Das darf doch nicht passieren. Raus. Ah, so. Eins, zwei, drei! So.
Jetzt haben wir. Das hätten wir. Jetzt haben wir freie Bahn. Ja, also üblicherweise wird ja so ein Raum mit einem Pinsel gestrichen. Das machen wir nicht. Das ist natürlich langweilig. Wir haben ein Gerät, was die meisten aus dem Garten kennen, einen Rasensprenger, den man natürlich auch mit anderen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Farbe, nutzen kann. Den verbinden wir jetzt mit Hilfe eines ganz handelsüblichen Gartenschlauches an eine Tauchpumpe. Ja. So, wird hier angeschlossen. Jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Lieblingsfarbe ist. Unsere Lieblingsfarbe ist grün. Grün. Ja, gut, auch schön. Pass auf, jetzt stellen wir die Tauchpumpe in die grüne Farbe hinein. Öffnen das Ventil. Das ist schon geöffnet. So. Und im Grunde sind wir jetzt fertig. Wir müssen nur noch die Tauchpumpe an das Stromnetz anschließen. Was wir vorher, also ich noch machen muss, ist rausgehen. Ach so, ja, das müsste ich jetzt eigentlich auch machen. Ja, klappt! Okay, oh, gut. Wahnsinn! Bis, oh, guck mal, das geht genau bis an die Kante von der Tür. Genau bis an die Kante. Arbeit. Hast du gut gemacht. Ja, sehr gut. Ah! Und das, dadurch, dass es immer hin und her geht, ja, haben wir natürlich eine Gleichverteilung. Optischer dieses, ja, auch was genau. Für einen Garten, finde ich. Ja, wenn man einfach mal so im Herbst einfach so graue Wiese hat, zack, drüber sieht wieder aus wie im Frühling. Das ist ja herrlich. Jackson Pollock für Kleingärtner. Das ist schön. Das ist sehr gut geworden. Naja, sagen wir mal so, wir haben zu hohe Decken, würde ich sagen. Das ist das Problem. Nein, und überall genau hast du so kleine Ecken. Guck mal, im Prinzip ist das natürlich klar strukturiert, aber ja. Es gibt kleine Stellen, die dann nicht erreicht werden. Das macht mich unzufrieden. Da müssen wir ein kleines bisschen nacharbeiten. Ja, dazu. Aber wie man natürlich grobe und feine Pinsel hat, haben wir natürlich auch Geräte für das Grobe, aber auch Geräte für das Feine. Das hier ist für die Fernarbeit. Nicht nachmachen. Was ist geil! Das macht Spaß! Nicht nachmachen! Besonders gut kommt man hiermit an die Kanten unten dran. Das macht Spaß! Guck mal hier, geht's! Chicobello. Bernhard, was machst du denn da? Ich wollte einfach nur mal meine eigene Zeitlupe haben. Ach, das ist ja lustig. Danke für die Erklärung. Ja. Schön ist ja im Leben auch immer dann, wenn man keine Erklärung braucht, zum Beispiel bei unserem nächsten Experiment. Ja, und zwar geht es hier um Fettbrand. Alle wissen, man soll ja niemals brennendes Fett mit Wasser löschen. Weil, wenn das Wasser auf das brennende Fett trifft, entsteht schlagartig Wasserdampf und das Feuer wird mit dem Wasserdampf überall verteilt. Ja, das ist eine wissenschaftlich korrekte und, wie ich finde, auch sehr interessante Erklärung. Aber für unsere Zuschauer wahrscheinlich nichts Neues, denn das kennt jeder, das hat jeder schon einmal gehört und jeder schon einmal gesehen. Hm. Aber ich, ja, ich hab's noch nie gemacht. Was? Echt? Nein! Du hast es noch nie gemacht? Nein! Ja, jetzt ist die große Chance. Willst du mal? Ja! Ja, prima, pass auf. Hier haben wir eine Stange, oben ja. Ist ein Kännchen, da füllen okay. Wir Wasser rein, das darfst du bedienen. Moment, ich muss hier nimm so das hier, dann ist das geh ein bisschen weg wahrscheinlich, gut. Ne? Ja, ist besser, darum ja auch die Stange, nicht? Hm. Ah, so. Ich fülle jetzt einfach hier mal Wasser rein. Wartest du bitte jetzt mit dem Fettbrand, bis ich auch hinter dir ja. War bin? Danke. Okay. Passt du? Gut. So raus. Achtung, Achtung, ich möchte erst vorbei. Ich kenne das. So. Und jetzt? Einfach reinkippen. Alles klar? Ja, Vorsicht. Und? Das ist gut. Warte, ich mache noch die Lüftung an. Hast du gut gemacht. Sehr schön. So. Die Lüftung ist zu weich geworden. Ich muss erst ein bisschen aushärten. Okay, wir können. Das finde ich toll. Bernhard, du bist begabt als Fettbrenner. Cool. Aber das kann man noch eine Nummer größer machen. Müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen. Was braucht man denn dafür? Mehr Fett. Ah, schau mal, was hier steht. Die passen aber nicht in den kleinen Topf. Ja, dann nehmen wir doch den großen. Wasser ist natürlich so eine Sache. Mit dem kleinen Kännchen kommen wir nicht weiter. Da muss mal der Benny helfen. Benny, wir brauchen mal einen Schlauch. So. Kriegst du ihn? Ja, hab ihn. Warte, ich krieg den hier nie. So. Krieg den gar nicht einfach jetzt. Das hängen wir einfach ein und dann, das ist hier im Kochstudio, und dann stellen wir das ganz einfach hier auf den Herd, ja. Nicht? Ist schon, hallo, Ruhe.
Ist schon vorgeheizt? Geht das? Boah, ist gut. So, danke. Warte, Moment. Eins, zwei. Oh. Und? Ja, also relativ zügig hat sich das Fett verflüssigt. Es fängt an, leicht zu blubbern. Blasenbildung. Wir müssen allerdings noch warten bis zur Selbstentzündung. Da ist noch nichts zu sehen. Feuer momentan noch nicht. Und? Brennt's? Jetzt! Geh los! Bisschen dicke. Sehr viel. Ja. Also ich frage mich auch, wie das da so oben reinkam, das Feuer. Durchs Treppenhaus wahrscheinlich. Ah. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt. Bernhard, meinst du nicht, dass wir eventuell jetzt ein kleines bisschen übertrieben haben? Nein, nein. Guck mal, hier die Jungs von der Feuerwehr, die haben doch richtig Spaß. Da können die mal üben und haben so was zu tun. Ich hätte aber noch so viele tolle Sachen gewusst, die man mit dem Haus hätte anstellen können. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe noch Klebeband und so einen Pinsel mit Farbe. In einer halben Stunde sieht der Schuppen wieder aus wie neu. Okay, dann räumen wir ein bisschen auf und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Und bis dahin gilt natürlich? Tun Sie nichts, was wir tun würden. Nicht nachmachen. Wie ist denn das jetzt eigentlich versicherungstechnisch? Ich habe den Herrn aufgedreht. Ja, aber ich habe ja das Fett angemacht. Ja, aber es zahlt doch sowieso das ZDF in dem Fall. Letzten Endes schon. Pyromanenstadel, auch eine Sendung, die mir gefallen würde. Schönen Feierabend, denn wenn ihr fertig seid. Ne? Ja. Danke. Da raucht doch einer in unserem Haus. Das war total gemein. Die Mikrowelle hat so getan, als würde nichts passieren.